Moin YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Jeder von uns hatte diese Zeit zwischen 11 und 15, in der man ungefähr so aussah. Damit ich mit meinen schrecklichen Kinderfotos nicht alleine dastehe, habe ich euch gefragt, ob ihr mir Bilder von euch früher und von heute schicken könnt. Und es war wirklich Peak-Comedy. Ganz viel PTSD an diese ganz schrecklichen Trends, die damals da waren. Das Ganze habe ich mir zusammen mit meiner guten Freundin Nova angeschaut. Ich hoffe, es gefällt euch. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Konzept gefällt. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Eigentlich müssen wir erstmal unser Klo-Op zeigen. Oh ja. Warte mal, ich habe da noch was. Ja, ich finde es auch. Richtig stark. Das ist mein Glow-Up. Das passt schon. Oh, ich glaube, du hast aber auch geslayed. Also bei mir gibt es auch ein Kinderbild. Das habe ich auf TikTok actually. Das, was aussieht wie Bibi? Ja, genau. Das ist stark. Das ist wirklich stark. Aber das haben mir früher auch super viele gesagt, dass ich irgendwie Bibi ähnlich sehe. Und nehme ich als Kompliment. Okay, dann schauen wir uns mal die Zuschauer-Glow-Ups an. Ich bin so gespannt. Erst, was wir haben. Einmal mit lila Haaren. Ja. Wowie. War ein Slay, ist ein Slay. War ein Slay, das stimmt. Würde mich interessieren, wie viele Jahre da dazwischen liegen. Wir haben ja 2020 versus 2023. Oh mein Gott, da, also oh nein. What? Wow. Oh mein Gott. Was eine schöne Dame. Bisschen Billie Eilish, oder? Ja, übel. Die hatte diese Timothy Chalamet Eyes. Amazing. Richtig hübsch. Ist ein gutes Beispiel für dieses Vor-Covid, Nach-Covid. Diese 3 Jahre. Und da sind Leute einfach so erwachsen geworden in der Zeit, weißt du? Wirklich, wirklich. 2018, 2023. Oh Mann. Ehrenlos. 2016 bis 2022. Boah, krass, richtig Typveränderung. Übel Typveränderung. Oh, aber ich mochte auch vorher Jahre. Voll. Ich finde, sie sieht hier actually älter aus als in dem anderen. Checkst du, was ich meine? Ja, ich check, was du meinst, aber ich finde, dass sie hier tatsächlich doch älter aussieht. Reifer aussieht. Damals Slay mit Crocs. Auch richtig sweet. Oh, süß. Big Ey, Outfit Slay. Das ist auf Madeira. Oh. Das habe ich direkt gespottet. Ich merke direkt hier, einfach Geoguessing-Legende ist hier direkt wieder. Das ist natürlich auch noch Madeira umgelaufen sein. Alter, was ein Swagger. Das alte Bild ist ja schon sehr peinlich zu veröffentlichen. Auch anderer Mann, schau dir das an. Es ist einfach different person. Wirklich. Ich kann das nicht mehr. Dieses vorher, wirklich mit diesem vor dem, ist das ein Ferrari? Ist das ein Rory? Das ist so ein Urlaubsbild, weißt du? 100%, ich meine, hier steht zwar Parkschein, aber das ist im Urlaub aufgenommen, sage ich einfach mal so jetzt. Ja. Es war aber auch eine Phase, in der man so blaue Schnürsenkel getragen hat. Auch so casual immer. Definitiv. Das ist München anscheinend, ja gut. Ja, das ist wirklich, das ist der Vibe, wenn Mama sagt, stell dich kurz hin. Wenn du das Auto schön willst, stell dich kurz dran, mach mal schnell ein Foto. Nein, Mama, ich will nicht. Stell dich kurz dran. Mit der Pilotensonnenbrille und so, starkes Ding. Das war der Klassiker. Oh mein Gott, wie Alter. Sieht der aus? Der sieht übelst aus, als wäre der... Da nicht mehr. Ja. So geil, die Brille, Junge. Das bockt. Der sieht hier wilde Kerle. Wie von wilde Kerle. Meinst du, da jetzt Lebensenergie noch ein Bock? Davor war das so, okay, ich lieber leben oder aber so. Wieso ist einfach das schon kein Bock. Leben einfach gehittet. Weißt du, was ich meine? Ja, ist auch wieder recht. Oh ja, Roderick. Ja, oh mein Gott, das sieht auch aus wie Roderick. Ich wollte es gerade sagen, er sieht aus wie Devin Bostick. Er sieht eins zu eins aus wie Devin Bostick. Von Greg's Tagebuch. Auch in seinen späteren Rollen und so. Ja, Mann. Oh, das ist krass. Oh, Maus. Krass, krass. Aber was ist das für ein Bild, Alter? Geht's dir gut auf dem Bild? Wirklich? Ich weiß nicht. Was so, ist hier los? Ey, ich schwöre, das hätte ein Outfit von mir sein können. Oder? Ja, oh mein Gott, das war von New Yorker, oder? Ja, 100%. Die haben es auch gehabt, safe. Ja, das ist ein krankes Glow-Up. Ich bin nicht crazy. Die Frisur ist auch richtig nice. 19. Krasser Outfit schon damals, 19. Ja, ey, 26. Wenn man so mit 19... Ja, genau! Weißt du, da, Nova, ist auch die Frage... Wenn man so mit 19 aussieht, weißt du, da frage ich mich einfach so... Ja. Nee. Wie kann man von Gigachat zu Gigachat... Also, das ist ja vom Glow-Up zum Glow-Up. Ist das als Joke eingeschickt worden? Das ist ein YouTuber, das ist fake? Oh nein. Gideon? Ist ja egal, aber wenn er es... Also, ist ja trotzdem crazy Glow-Up. Today und 2012. Oh mein Gott, man erkennt ihn so wieder. Vom Leben gezeichnet einfach danach so... Weißt du, der Mann freut sich doch auf Fortnite, der Mann ist so, komm, lass es. Ja, hier finde ich krass, das gibt mir ganz krasse Vibes von diesem Video, wo der eine Junge einfach den Tisch wegzieht und dann der andere Bruder so umkippt. Mit das Regal so umkippt und so. Ja, kennst du das? Ja. Das sieht genau aus wie das Regal hier im Hintergrund. Gut. Oh mein Gott, ja. 2, 3, oh mein Gott, er hat 2 Tage Abstand gemacht. Bro, du hast dich massivst entwickelt, holy shit. Okay, geisteskrank. Geisteskrank, wie du dich gewartet hast, schreibt auch jemand, ja. Wirklich, ja. Und er kommentiert drunter, sein Spruch hat mich motiviert, Dinge zu ändern. Das Auge eines Mannes schützt eine Frau vor was Krasses. Respekt, Bruder, ich glaube, wegen dir werde ich jetzt auch was ändern. So nämlich. Das Mupf, das bin Real Rap ich, sagt er. Mhm.
Vorher? Ist das Re-Rap Air? Das ist Sech, oder? Ja, ja, ist es Mopo oder ist es Sech? Das ist Sech. Der Fettfrosch? Es ist der Fettfrosch. Aber der hat sich auch gemacht, das ist auch krass. Ja, der macht richtige jetzt immer, Mausi mit der Katze. Ja, wirklich. Der macht jetzt immer Werbung für so Sportsachen und so. Der ist ein richtiger Gym-Rat geworden. Ja, ja. 3 Jahre Unterschied. Das ist natürlich, ja. Er ist jünger geworden. Das Shirt hier, aber ganz kurz, wenn wir da mal ganz kurz drüber reden, das ist aber auch eine Nummer auch, oder? Wirklich, das war doch so ein typisches Jack and Jones Ding, ja, ne? Das waren, oder auch da wieder New Yorker. Ich liebe auch erstmal dieses Retrika-mäßige, dass hier dieser dunkle Schatten außen ist, weißt du, an den Rändern immer. Die Vignette. Die Vignette, ich glaube, Leute wissen gar nicht mehr, was das damals für ein Ding. Das sind halt wirklich Bilder, die man halt wirklich hochgeladen hat. Das hat man konsumiert auf Instagram. Und dann hat man auch drunter geile Caption geschrieben. Irgendwie so einen. Ja, genau. Und Hashtags auch nicht zu vergessen, ne? Like for like noch drunter oder so. Schreibt mir eine Zahl von 1 bis 10. Ich sag euch, wie süß ich euch finde. Schreibt mir euer Lieblings. Follow. Oh mein Gott, da ist er. Da ist er, wirklich. Checken Leute, was das für ein monumentaler Einbruch in unser Leben war damals, dieser Hundefilter. Ich mag seine Frisur. Ja, viel glücklicher irgendwie. Ah, huge Glow-Up, ja, krasses Glow-Up. Junge, was hier... Aber ganz ehrlich, er sieht vorher ehrlich aus wie Amthor. Ja, muss ich auch sagen. Die Brille und die Augen und das Lächeln macht es ein bisschen kann man machen. Vorher? Ja. Crazy. Looking good, girl. Die Haare sind krass. Und die Haare sind sehr krass. Ich mag auch die Wandtapete auch. Ja. Das ist eine sehr schöne Wandtapete auch. Es ist eine schöne Wandtapete. Sind circa 3 Jahre dazwischen, habe in 6 Monaten 50 Kilo abgenommen, mache aber nie Bilder von mir. Der Klassiker. Mausebär. Boah. Ist das dasselbe Shirt? Ja, ne? Ja. Krass. Heftig. Man merkt auch, wenn ich voll, wie glücklicher er ist. Also ja, wie sehr, safe. Wie viel mehr er strahlt. Auf jeden Fall. Das ist so, Mama zwingt dich, Foto zu machen. Ey, ich kenne das. Ich kenne das hier auch ganz krass. Ich hatte ja auch war ja auch mal so ein bisschen moppelig. Und dann diese beim Foto einfach so vorher diesen hier zu machen und so ein bisschen zu gucken, dass das T-Shirt halbwegs gefällt. Ja, ja. Wirklich immer diesen hier kurz, immer diesen hier. Ich kenne das auch zu gut, wirklich. Ich kenne das zu gut. Ich fühle das, wirklich. Weil man sich halt einfach so low-key einfach unwohl fühlt. So. Ja, und da sieht auf jeden Fall viel mehr comfortable aus. Very, very big respect for you, my man. Alter, das killt mich ja auch schon wieder, ne? Das killt mich ja wieder komplett. Au. Hier ist ja einfach so eine 40-jährige Kunstlehrerin. Ja. Und dann einfach, jünger geworden fast. Ey, das ist insane. Aber das fühle ich so, ne? Weil so habe ich mich auch gefühlt in dem Alter, ehrlich. Same. Heute häkeln wir. Heute ist häkelt. Heute machen wir was aus Filz. Ich finde auch diesen Pullover geil oder diesen Hoodie, der, glaube ich, so Fell hat an dem Kragen und an der Kapuze. Boah, heftig. Und immer diese V-Ausschnitte. Wer hat uns verarscht? Wer hat gesagt, V-Ausschnitt ist cool? Alter, kranke Glow-Up. Was? Erste Bild von 2017. Zweite ist Stand jetzt. Vom dritten höre ich, dass ich oft Ähnlichkeit mit ihm habe. Krass. Ja! Yo, crazy, aber I see it. Auch krasser Style, muss man auch sagen. Ja, also, insane. Der Mann ist wirklich, das ist aber auch damals schon, diese Hemd, das war auch so richtig so ein Ding. Es crazy, sieht aus wie Reezy, oder? Okay, true. Ja, übel. Schon, oder? Ey, TJ, hab damals wegen dem Bart was Kündigung von Aida bekommen. Ja, zu Recht, TJ, der sieht schrecklich aus. Was geht da auch hier bei dem Pulli ab? Kannst du mir das sagen, Nova? Was hier bei dem Pulli abgeht hier? Das sind wie diese Naketano-Pullis, nur ein schlimmer. Ja, guck mal, der Bart hat sich gestraft. We've been there. Der Mann hat sich auch gemacht hier, weil, also, das ist so ein Animateur im Club. Ja, so mit das Rentner animieren. Ja. Alter, das ist so geil, die Frisur. Guck mal, da haben wir es wieder. Das, so wollte ich sein. Ich war nie so. Das ist wie, ich hätte mir gewünscht, dass ich so aussehe, wenn ich klein war. Boah, ich lieb die Haare. Das ist halt eine Frau, die es halt drauf hat, ne? Ich muss man einfach sagen. Badass die Bitch, Augen, wirklich. Die Haare. Diese roten Strähnen noch mit drin. Ja. Der ganze lieben Fit. Wir. Hot Girl Shit. Henke, guck mal, da ist er. Da oh ist nein. Er. Sag ehrlich, er hat sich gemacht. Ja, aber natürlich. Sowas, das ist auch so die Henke-Jacke, oder? Ja, das ist Henke in der Nutshell. Also. Insane. Der Mann ist, wirklich. Ich kenne Henke noch, als er 0 Tattoos hatte. Und die Tattoos, die passen auch einfach zu ihm, weißt du? Ja. Das ist auch einfach was Gutes bei ihm. Das ist auch geil, das Hardrock-Café-T-Shirt, oder? Das Hardrock, Das ist aber auch und diese eine Nummer. Brille, die Brille wirklich auch ganz stark. Vor allem der Mann, der konnte auch mit Brille konnte der nichts sehen. Nee, deswegen, die ist so,
Und der Ostsee hier, ne? Und Nordsee, was ist denn los? Was will der Mann hier verkaufen? Ich muss mal kicken hier, was ist denn los? Ich will hier nichts kaufen gerade, komm. Nee, komm, geh mal, zieh mal alleine hier damit mit deinem Fischbrötchen, da quatsch mal mit den anderen voll, ne? Wie? Ich hab da Nutella am Mund. Oh nein. Das ist auch so krass, Alter, Long. Dicker Long, hat, das ist Long 2018, das ist Long 2023. Einfach K-Pop Idol, what the fuck? Ich schwör, der Mann hat sich so gemacht, wirklich. Ja. Wer hat ihm das Herz gebrochen, Digga? Krisenzeit gewesen, aber der Mann hat sich gemacht, deswegen. Das ist wirklich, das ist verrückt. Das ist verrückt. Das ist krass. Was haben wir hier? Zabex 2015, 2023. Das ist auch so ein legendäres Bild, oder? Dieses Bild ist wirklich. Ja, ich muss sagen. Ich weiß nicht, wie man so eine Legende sein kann. Ich find's einfach schön. Ich find's einfach nur schön. Familienvater hier, ja, wirklich Familienvater hier. Hey, Stan. Genau, selber Blick aber auch irgendwie, oder? Nee, nicht ganz. Ja. Hier war er noch gelangweilter. Gar AJ, Junge, aber ich seh's. Ich seh's, ja. Junge. Sido, aber ich seh's. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo und auch eine Glocke. Aktiviert die Sau. Und ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sonst so gerne sehen würdet, wie ihr das Video fandet oder auch, wie es euch geht. Freut mich alles. Ansonsten wünsche ich euch noch einen entspannten Tag. Schiebt euch eine Schaufel ganz tief in den Arsch. Ja, ich hab's schon wieder gesagt. Es ist schon wieder soweit. Bis zum nächsten Video.